Nürnberg, einst die Stadt der Parteitage, wird heute zur Stadt der Vergeltung. Das Straßenbild spiegelt die Bedeutung des bevorstehenden Ereignisses. Das Gebiet um den Justizpalast ist für jeden Verkehr gesperrt, Panzer und Posten sichern die Straßenecken, Militär- und Polizeipatrouillen kreuzen durch die Stadt. Jeder zur Schlussverhandlung Zugelassene muss eine vielfache Kontrollsperre passieren. Punkt 10 Uhr morgens betreten die Richter den Sitzungssaal. Der erste Teil der Urteilsverkündung beginnt. Zunächst gibt der Präsident des Tribunals, Sir Geoffrey Lawrence, einen zusammenfassenden Überblick über die Geschichte des Prozesses. Er wiederholt die vier großen Gesichtspunkte des Statuts, nachdem alle 22 Beschuldigten angeklagt sind. Die vier Punkte sind: erstens Verbrechen gegen den Frieden, zweitens Planung, Entfesselung und Durchführung eines Angriffskrieges, drittens Kriegsverbrechen, viertens Verbrechen gegen die Menschlichkeit. On the 8th of August, 1945, the government of the United Kingdom of Great. Der gesamte erste Teil ist der Verlesung dieser Zusammenfassung gewidmet. Sie geschieht abwechselnd durch die Richter aller vier Nationen. Der Text ist ein sachlicher, doch profunder Tatsachen- und Arbeitsbericht. Er bringt den gewaltigen Gesamtkomplex dieses größten und bedeutungsvollsten Prozesses der Geschichte auf klare und einfache Formeln. Er untersucht die Seuche des Nationalsozialismus vom Keim bis zur Massenvergiftung eines Volkes und beantwortet schlüssig die drei beherrschenden Fragen dieser Verhandlung: Wer ist schuldig? Warum ist er schuldig? Und inwieweit ist er schuldig? Der erste Tag schloss mit dem Urteilsspruch gegen die angeklagten Organisationen. Vier der Organisationen wurden als verbrecherisch beurteilt, nämlich die SS, der SD, die Gestapo und gewisse Gruppen des Korps der politischen Leiter. Die vier anderen wurden als nicht verbrecherische Organisationen befunden, nämlich die SA, das Reichskabinett, der Generalstab und das OKW. Am zweiten und letzten Tag der Schlusssitzung wurden die Schuldsprüche gegen die einzelnen Angeklagten und die Begründung dieser Schuldsprüche verlesen. Die Persönlichkeit und das Wirken jedes der 22 wurde vor der Schuldig- oder Nicht-Schuldig-Erklärung kurz umrissen. Die Schuldsprüche begannen mit der Behandlung des Falles Göring durch Lord Richter Lawrence. Hermann Göring war nächst Hitler der bedeutendste Mann des Naziregimes. Er baute die Gestapo auf, schuf die ersten Konzentrationslager und war die treibende Kraft hinter den Angriffskriegen. Er war der Leiter des Sklavenarbeiterprogrammes und der Urheber der Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Juden und andere Rassen in In- und Ausland. Der Gerichtshof sprach den Angeklagten Göring in allen vier Punkten der Anklageschrift schuldig und verurteilte ihn zum Tode durch den Strang. Auf Wunsch des Tribunals erfolgte keine Filmaufnahme während der Verkündung des Strafmaßes an die einzelnen Angeklagten. Rudolf Hess als Stellvertreter und Vertrauter Hitlers war nach Auffassung des Gerichts über die Angriffspläne von Anfang an unterrichtet. Er half durch seine Handlungen, die Kriege vorzubereiten und durchzuführen. Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass er zur Zeit der Begehung dieser Taten geistig nicht völlig gesund war. Hess wurde von dem Gericht zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Ribbentrops Defense to these charges. Joachim von Ribbentrop war als Außenminister an allen Angriffshandlungen maßgebend beteiligt, von der Besetzung Österreichs bis zur Invasion der Sowjetunion. Er arbeitete vorbehaltlos mit Hitler und den anderen Angeklagten an der Durchführung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit zusammen. Das Gericht verurteilte Ribbentrop zum Tode durch den Strang. Keitel. Wilhelm Keitel hat als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht an der Begehung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit teilgenommen. Er wurde für schuldig befunden, Angriffskriege geplant und geführt zu haben. Er hat Befehle zur Ermordung von Kriegsgefangenen und Zivilisten der besetzten Gebiete teils befolgt, teils selbst erlassen. Keitel wurde zum Tode verurteilt. Kaltenbrunner. Ernst Kaltenbrunner ist als Chef des Reichssicherheitshauptamtes
für ein weit verzweigtes Programm von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Unter anderem für die Misshandlung und Ermordung von Kriegsgefangenen und für die Untaten der Gestapo. Unter der Leitung Kaltenbrunners wurden durch das Reichssicherheitshauptamt 6 Millionen Juden ermordet. Kaltenbrunner wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Alfred Rosenberg war der Ideologe der Nationalsozialistischen Partei und der Apostel des Rassenhasses. Er war an der Ausbeutungs- und Sklavenarbeiterpolitik führend beteiligt, sowie an der Ausrottung der Gegner der nationalsozialistischen Herrschaft. Rosenberg wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Frank is indicted. Hans Frank führte als Generalgouverneur von Polen die Deportation von Sklavenarbeitern nach Deutschland ein. Die 3 Millionen Juden des Generalgouvernements wurden systematisch und brutal ausgerottet. Frank selbst schätzte Anfang 1944, dass nur 100.000 Juden übrig geblieben wären. Frank wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Wilhelm Frick war als Reichsinnenminister mitverantwortlich für die Gestapo und die Konzentrationslager. Er unterschrieb die Nürnberger Gesetze und befahl die Ermordung kranker und altersschwacher Personen, die sich in Pflegeanstalten befanden. Frick wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Julius Streicher hat als Herausgeber des Stürmers zur Ausrottung der Juden gehetzt. Er vergiftete die Moral des Volkes und war der Mordpropagandist der Partei. Das Gericht verurteilte Streicher zum Tode durch Erhängen. Walter Funk führte vom Jahre 1938 an als Reichswirtschaftsminister die Aufrüstung fort und schuf die Pläne zur Finanzierung des Krieges gegen Polen und Sowjetrussland. In den Tresoren der Reichsbank lagerten die Wertsachen der in den Konzentrationslagern vernichteten Opfer. Auch ihre Goldzähne und Plomben wurden dort aufbewahrt. Das Gericht verurteilte Funk zu lebenslänglichem Gefängnis. Hjalmar Schacht. Das Gericht entschied, dass er zwar zur Finanzierung der frühesten Phasen der Aufrüstung beitrug, dass er aber dem Angriffskrieg ablehnend gegenüberstand. Als späterer Gegner Hitlers wurde er verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht. Schacht gilt als nicht schuldig im Sinne der Anklage und wurde freigesprochen. Dönitz. Karl Dönitz, als Führer der Unterseebootwaffe vor 1943 und späterer Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, ist er mitschuldig an den Angriffskriegen und an der von ihm befohlenen Versenkung neutraler Handelsschiffe. Nicht bewiesen wurde die Anklage, dass die Beschießung von Rettungsbooten und Schiffbrüchigen auf ausdrücklichen Befehl von Dönitz erfolgte. Das Gericht verurteilte Dönitz zu 10 Jahren Gefängnis. Erich Räder. Räder war als Chef des Oberkommandos der Marine bei der Planung und Durchführung der Angriffskriege maßgebend beteiligt. Er ist der Urheber des Invasionsplanes gegen Norwegen und arbeitete mit an den Angriffsplänen gegen Polen und die Sowjetunion. Das Gericht verurteilte Räder zu lebenslänglichem Gefängnis. Baldur von Schirach wurde der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig befunden. Als Gauleiter von Wien ist Schirach für die Durchführung des Zwangsarbeiterprogrammes und für die Verschleppung von Juden verantwortlich. Als Reichsjugendführer war er bestrebt, die deutsche Jugend für die politischen und militärischen Ziele der Partei reif zu machen. Das Gericht verurteilte Schirach zu 20 Jahren Gefängnis. Fritz Saukel trug als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz die oberste Verantwortung für das Zwangsarbeiterprogramm. Unter Anwendung grausamster Methoden zwang er 5 Millionen deportierter Fremdarbeiter zur Sklavenarbeit für die deutsche Kriegsmaschine. Saukel wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Alfred Jodl arbeitete Hitlers Angriffspläne aus und war einer der Hauptverantwortlichen für ihre Durchführung. Er wurde in allen 4 Anklagepunkten für schuldig befunden. Seine Entschuldigung lautete höherer Befehl. Das Gericht erklärte, dass militärischer Gehorsam um jeden Preis keine Entschuldigung für das Begehen solcher Verbrechen darstelle. Jodl wurde zum Tode verurteilt. Von Papen. Franz von Papens Hauptziel als deutscher Gesandter in Österreich war die Unterhöhlung des Schuschnigg-Regimes zur Stärkung der österreichischen Nationalsozialisten. Die Besetzung Österreichs sollte nach Hitlers Ansicht die Voraussetzung für weitere Angriffe schaffen. An diesen Plänen nahm Papen nicht teil. Das Gericht entschied, dass Papen nach den 4 Punkten der Anklageschrift nicht schuldig ist und sprach ihn frei. Arthur Seyss-Inquart
trat als Reichsstatthalter von Österreich, als Reichskommissar in den Niederlanden und stellvertretender Generalgouverneur von Polen stets für die Methoden unbarmherzigen Terrors ein. Er beutete die von ihm verwalteten Gebiete rücksichtslos aus und war einer der grausamsten Verfolger der Juden. Seyß-Inquart wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Albert Speer nahm als Rüstungsminister an dem Fremdarbeiterprogramm Saukels teil und kannte die Methoden der Zwangsverschleppung. Als mildernder Umstand wurde betrachtet, dass er sich im Endstadium des Krieges der von Hitler befohlenen sinnlosen Vernichtung europäischer Industrieanlagen widersetzte. Das Gericht verurteilte Speer zu 20 Jahren Gefängnis. Konstantin von Neurath nahm als Außenminister an den Planungen der Angriffskriege teil und spielte eine wichtige Rolle bei Hitlers Entscheidungen. Als Reichsprotektor für Böhmen und Mähren führte er ein Programm der Unterdrückung und Ausbeutung durch. Das Gericht verurteilte Neurath zu 15 Jahren Gefängnis. Hans Fritzsche, der Gerichtshof, kam zur Überzeugung, dass er eine untergeordnete Rolle spielte, zu entscheidenden Besprechungen und Planungen nicht herangezogen wurde und nur als Sprachrohr der Goebbels-Propaganda diente. Infolgedessen gilt er als nicht schuldig im Sinne der Anklage. Fritzsche wurde freigesprochen. Martin Bormann wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt, da die Beweise für seinen Tod nicht als ausreichend gelten. Er war der Nachfolger von Hess und leitete durch die Partei die unbarmherzige Ausbeutung der Bevölkerung. Er war maßgeblich beteiligt an der Versklavung und Ausrottung der Bewohner der besetzten Gebiete und mitverantwortlich für das Lynchen von alliierten Fliegern. So endete der Prozess von Nürnberg.